Tu nüchtern das, was du betrunken vorhattest. Das wird dich lehren, den Mund zu halten. Das hat Hemingway gesagt. Ja, allerdings. Und zwar zu mir. Ich will nicht, dass du morgen nach Kanada fliegst. Das ist für den Podcast. Das ist mein Job. Ich reise herum und führe Interviews mit seltsamen oder interessanten Leuten. Aufgepasst, ihr irren Kanadier! Der wandernde Wallace macht einen zünftigen Ausflug in die Weiten des hohen Nordens. Hallo, ich bin ein alter Mann, der ein langes und abenteuerliches Leben auf See genießen durfte. Und nach endlosen ozeanischen Abenteuern möchte ich meine verbleibenden Jahre nicht alleine verbringen, zumal ich so viele Geschichten zu erzählen habe. Wie weit ist es nach Bifrost? Etwa 2 Stunden, schätze ich. Ungefähr eine 2-stündige Fahrt. Ich hasse Amerikaner. Guten Abend. Freut mich, Sie kennenzulernen. Könnte ich Sie für eine Tasse Tee begeistern? Was geschah, nachdem das Boot gesunken war? Ich war allein, bis etwas furchteinflößendes blitzschnell an mir vorbeiglitt. Sie wurden von einem Walross gerettet? Das Walross ist viel weiter entwickelt als jeder Mensch, den ich bisher kannte. Inklusive der hier Anwesenden. Danke. Keine Ursache. Was ist... Keine Sorge. Alles wird gut, Mr. Tusk. Er hat seit 3 Tagen nicht angerufen. Ich mache mir Sorgen. Wieso nur tun Sie das? Trauerst du wirklich um den Verlust deiner Menschlichkeit? Das verstehe ich nicht. Wer in aller Welt will schon ein Mensch sein? Scheiß Angst, Mann. Dieser Typ will ein Tier aus mir machen oder so.